Ja, wenn ich mir das anschaue, was in der Corona-Zeit passiert ist, dann ist mein Eindruck, dass mindestens 60% der Menschen in Deutschland schwer gestört sind. Mindestens. Mindestens. Ja, Ja. ich hätte die Zahl für größer. Ja, ich habe noch was zu vermelden. Mein neues Buch ist raus, Endlich mit Aktien Geld verdienen. Da haben Sie 40 Jahre Börsenerfahrung, 25 Jahre Kapitalmarktinformation, 15 Jahre Fondsmanagement. All diese Erfahrungen sind drin und vor allem erläutere ich die Königsanalyse, meine Methode, Top-Aktien auszuwählen. Denn bei Aktien kommt es genauso wie bei Immobilien nicht nur auf den Preis an, sondern auf die Qualität. Die Qualität ist erstmal viel wichtiger, erst dann schauen wir uns den Preis an. In diesem Buch gibt es viele Beispiele. Ich hoffe, es liest sich spannend und flüssig. Und es ist auf Anhieb auf Platz 18 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Eine schöne Bestätigung. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast ist Psychiater, er ist Psychoanalytiker und Autor zahlreicher Bücher. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Marz. Hallo, ich grüße Sie. Herr Marz, erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir hier bei Ihnen filmen dürfen. Es ist wahnsinnig heiß heute, bitte verzeihen Sie es mir, wenn ich ein bisschen schwitze, aber wir haben über 30 Grad. Ja, Herr Dr. Marz, ich möchte Ihnen zunächst einmal von mir erzählen, eine Geschichte. Ich hatte letzte Woche einen Gerichtstermin und stand vor Gericht, weil ich auf einem Wertstoffhof keine Maske getragen hatte und ich deshalb angeklagt wurde wegen Hausfriedensbruch. Mir geht es jetzt aber nicht darum, sondern mir geht es um die Leute, die mich da vor Gericht gebracht haben. Auf diesem Wertstoffhof, da arbeiten 6 Menschen. Und während der Corona-Zeit konnte man an diesen 6 Pförtnern so die gesamte Bandbreite sehen, wie Menschen sich verhalten. 3 davon waren ja so eine Art Blockwarte, die, wenn die mich schon gesehen haben, wie ich auf den Hof fuhr, dann kamen die aus ihrem Häuschen raus und schrien gleich mich an, wenn ich keine Maske auf hatte und haben mich beschimpft. Hinterher sogar als Schwurbler, als Nazi, als alles Mögliche. Man kennt das. Dann waren 2 dabei, denen war das völlig egal, ob ich eine Maske trage. Die haben selber eine getragen, aber haben nie was zu mir gesagt, waren auch total freundlich zu mir und haben das einfach ignoriert, dass ich keine trug. Und der dritte, das war für mich der netteste. Immer wenn er mich sah, hat er sich gefreut. Wir haben dann immer auch bestimmt 10 Minuten, Viertelstunde gequatscht. Er hatte selber nie eine Maske auf und hat sich teils auch über seine Kollegen lustig gemacht. Wie ist das zu erklären? Diese unterschiedlichen Typen. Naja, es ist in jedem Fall natürlich individuell zu klären. Aber ich habe gerade in dieser Zeit öfters auch Workshops gemacht, um Menschen zusammenzubringen, zum Beispiel die Masken getragen haben oder keine getragen haben oder die für die Corona-Maßnahmen waren, fürs Impfen oder gegen das Impfen, gegen die Maßnahmen. So, und das kann man dann auf verschiedenen Ebenen sehen. Also die äußerste Ebene ist erstmal die der Angst, der Einschüchterung, der Abhängigkeit. Also ich habe gerade bei der Frage Maske tragen, impfen lassen im Gesundheitssystem viele Menschen gehabt, die darunter sehr gelitten haben, weil sie das nicht wollten, ihre Bedenken hatten, aber mussten oder der Meinung waren, dass sie mussten. Also es hat ja beides gegeben. Es sind Leute entlassen worden oder man hat es dann doch akzeptiert, dass sie zum Beispiel sich haben nicht impfen lassen. Also die mediale Kampagne, die Panikmache in der Gesellschaft, die ja über Jahre jetzt politisch medial geschürt wurde, hat natürlich sehr viel Einschüchterung, sehr viel Angst ausgelöst. Und das ist nun wieder bei meiner Arbeit deutlich geworden, wenn man so permanent medial in Angst versetzt wird, also eine Panikmache verbreitet wird, löst das eigentlich unweigerlich in jedem Menschen auch das, was ich latente Ängste nenne. Wir haben alle irgendwo Ängste aus unserem Leben, aus unserer Entwicklung, also sagen wir so ganz
einfach gesagt, bin ich richtig, bin ich gut genug, lebe ich richtig, bin ich erfolgreich, was wird aus der Zukunft, werde ich das arbeitsmäßig, finanziell hinkriegen und so weiter. Und diese Verunsicherung, die Fragen mit der Verunsicherung hat eigentlich jeder, mehr oder weniger, je nachdem, wie er eben auch in seiner frühen Geschichte unterstützt und bestätigt wurde oder nicht. Und da kriegt man schon einmal den Unterschied mit, dass manche ganz heftig auf die Erwartungen und Forderungen reagieren, wie sie sich richtig verhalten sollen, weil sie auch eine sehr unsichere Identität haben und eine Abhängigkeit haben, dass sie gar nicht sicher sagen können, wer sie selbst sind und was sie wollen, sondern dann immer das tun, was von ihnen erwartet wird. Und da gibt es also einen großen Unterschied. Dann bei den Menschen, die Maske getragen haben, wenn es persönlicher wurde, kam dann zum Beispiel raus, ich trage Maske, weil ich mich schützen will, weil ich überzeugt bin von der Gefahr, oder der andere, ich trage keine Maske, weil ich in meinem Leben schon immer unterdrückt wurde, etwas tun sollte, was ich nicht wollte, und das ist wieder so. Also man konnte unterhalb der offiziellen Narrative eigentlich in jedem individuellen Fall Begründungen finden, für oder wider. Und dann spielt natürlich eine große Rolle die Information des Menschen, also wer informiert sich über Für und Wider, wenn man sich nur öffentlich-rechtlich informiert hat, konnte man sicher sein, dass man nicht gut informiert ist, sogar belogen wird oder wichtige Sachen weggelassen werden. Also dass da bereits eine politisch-ideologische Beeinflussung stattfindet. Und wer das gemacht hat, der hat dann geglaubt, es ist wirklich ein Killer-Virus. Es ist wirklich, oder man ist ein ganz schlechter Mensch, wenn man sich nicht an die Anweisungen hält. Oder man tötet andere. Oder man tötet andere, ja. Also die Frage auch wirklich der Bereitschaft oder der Fähigkeit, sich zu informieren, hat eine große Rolle gespielt, also vielseitig zu informieren. Aber auch das ist wieder eine Frage. Menschen, die besser bei sich sind, informieren sich auch breiter, weil sie neugierig sind, weil sie sich selbst befragen wollen, verändern wollen. Und Menschen, die sehr unsicher sind, informieren sich eigentlich nur dort, wo sie in dem bestätigt sind, was zu ihrer Störung, zu ihrer Unsicherheit passt. Und das, was sie erlebt haben, das Schlimmste sind ja die Denunzianten, ja, die dann also noch viel, viel heftiger strenger reagieren, als es notwendig wäre. Also das sind für mich sehr wahrscheinlich dann Menschen mit einer sehr, sehr starken Identitätsstörung und Unsicherheitsproblematik, die dann etwas auch tun, wo sie meinen, das muss ich jetzt tun. Und wenn sie dann andere sehen, die das nicht tun, sind sie so sehr verunsichert, dass es ja sein könnte, dass sie was Falsches tun oder nicht, dass das gar nicht stimmt, was ihnen gesagt wird. Und dann reagieren sie besonders heftig, dass derjenige, der eine andere Meinung haben könnte, sie in ihrer Entscheidung verunsichert und damit prinzipiell verunsichert. Dann geht es nicht mehr nur um Maske, sondern da geht es darum, dass es ein Mensch ist, der jetzt etwas tut, wo er selber nicht zufrieden ist, aber es gelernt hat, tun zu müssen. Und dann darf das keiner in Frage stellen. Wo vielleicht sein ganzes Weltbild zerstört wird? Genau. Komplett zerstört wird? Das muss man so wirklich verstehen. Ja? Dass es nicht nur um dieses einmalige oder situative Ereignis geht, wie Maske, sondern darin liegt dann im Grunde genommen das ganze Weltbild verborgen. Ja, wenn ich mir das anschaue, was in der Corona-Zeit passiert ist, dann ist mein Eindruck, dass mindestens 60% der Menschen in Deutschland schwer gestört sind.
Mindestens. Mindestens. Ja. Ja. Ich halte die Zahl für größer. Und das ist ja etwas, was mich nun die Jahre auch seit der Pandemie besonders beschäftigt hat, verstehen zu wollen, weshalb viele Menschen so in der Abhängigkeit sind, keinen Widerspruch wagen, angepasst sind, sich unterordnen. Und das hat, da habe ich ausführlich praktisch Analysen gemacht, das hat eben mit der Qualität der Frühbetreuung zu tun. Und die sehr viele Menschen sind so schlecht betreut oder sogar traumatisiert, in dem Sinne, dass sie nie erleben konnten, dass sie so, wie sie sind, in Ordnung sind und so auch sich entwickeln können, sondern immer erfahren mussten, du musst so sein, wie wir dich haben wollen, die Eltern, dann natürlich die Schule und dann natürlich die Gesellschaft. Das ist oft eben eine Gemeinschaft, ja, dass die Eltern das machen, was in der Schule gefordert wird und die Schule natürlich das macht, was die Gesellschaft fordert. Und ja, so ist es leider, dass sehr viele Menschen auf diese Weise entfremdet wurden durch solche Erziehung. Im Osten war es mehr DDR-Verhältnisse, mehr autoritär, repressiv. Im Westen ist es mehr manipulativ, Anpassung an die Konkurrenz und Leistungsgesellschaft. Und dass so viele Menschen davon betroffen sind, vor allen Dingen das, was wir narzisstische Störung nennen, das führt dann eben dazu, dass sehr viele Menschen unkritisch etwas übernehmen, was sie tun sollen, weil sie immer nur gelernt haben, du sollst nicht der sein, der du bist, sondern der sein und werden, den wir wollen, so wie du sein musst. Und der Narzissmus ist ja im Grunde genommen eine wesentliche Störung der Persönlichkeit im Sinne der Unsicherheit, der Identitätsschwäche, des Minderwertigkeitsgefühls. Und das muss man dann, um überhaupt leben zu können, kompensieren. Muss man besondere Leistung, Anstrengung. Ne? Da kann man erfolgreich sein, kann man bekannt werden oder reich werden oder so, aber man bekommt darüber nie das, was man eigentlich vermisst, nämlich die ganz individuelle Bestätigung, letztlich die Liebe, die ein Mensch braucht, sei so, wie du sein möchtest. Und da viele Menschen in dieser Weise schlecht behandelt werden, traumatisiert werden, schlecht erzogen werden, nicht die guten Beziehungen erfahren, die sie brauchen, entsteht eben eine massenpsychologische Situation, die ich dann mit dem Begriff der Normopathie versuche auch zu erfassen und zu beschreiben, dass das Gestörte dieser vielen Menschen nicht mehr als Störung wahrgenommen wird, weil eben die Mehrheit davon betroffen ist. Und dann entsteht der Eindruck, nachher, wenn das alle so machen, wenn alle so denken und reden darüber, dann kann das ja wohl nicht stimmen. Das können doch nicht alle irren, können doch nicht alle verrückt sein, alle krank sein. Und dann sind die Normalen die Verrückten. Dann, so ist es. Und genau das passiert. Ne? Dann diejenigen, die dann nicht in diesem Mainstream, in dieser Normopathie mitschwimmen, also die Kritiker, die Protestler, die Andersdenkenden, die werden dann diskriminiert und ausgegrenzt. Und da fragt man sich ja auch, warum ist das notwendig? Warum kann man die nicht einfach lassen? Die denken halt anders, die sind anders. Nein, das hat damit zu tun, weil sie in der Regel etwas sagen oder denken oder wissen oder überzeugt sind, was die anderen nicht wahrhaben wollen. Und deshalb dürfen sie das nicht an sich ranlassen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, weil das Gedankengebäude, das Verhalten des Normopathen eben im Grunde genommen die ganze problematische Lebensgeschichte verkörpert. Und wenn man die in Frage stellen würde, also wenn man einem Kritiker recht geben würde, droht immer
das Problem, dass die ganze Lebensgeschichte dieses Menschen in Frage gestellt wird. Und dann bricht alles zusammen. Ich erinnere noch, als Honecker nach Chile ausgeflogen ist, mit der Rotfrontfaust. Also das ist so das Typische. Er kannte mit Sicherheit nicht verstehen, dass irgendwas in seinem Leben, dass er was falsch gemacht hat. Weil das im Grunde mit seiner grundsätzlichen mit seinem grundsätzlich falschen Leben verbunden ist. Was mir noch nicht klar ist, ich habe eine Zeit lang auf einem anderen Kanal viel über Geldsysteme und so weiter geschrieben. Und ich erinnere mich immer daran, dass wenn ich von irgendjemandem Hinweis bekommen habe, dass ich falsch liege, was oft passiert ist, gerade am Anfang hatte ich falsche Vorstellungen, dann war ich immer glücklich. Ich war glücklich, dass ich wieder was dazugelernt habe. Warum funktioniert das bei den meisten Menschen nicht, dass wenn die merken, sie sind auf dem Holzweg, dass sie sich dann in Beleidigungen flüchten und nicht dankbar sind dafür, dass sie etwas dazugelernt haben? Weil den meisten ist es bewusst, dass sie falsch lagen. Aber sie machen trotzdem weiter, aus Angst, dass irgendwas in ihrem Weltbild zerstört wird. Naja, an Ihrem Beispiel ist möglicherweise ein großer Unterschied. Wenn Sie festgestellt haben, das war noch nicht gut genug, das kann verbessert werden oder solche Hinweise bekamen, haben Sie das deshalb, denke ich, gerne aufgenommen, weil Sie dadurch Ihre Arbeit tatsächlich verbessern konnten oder die Ergebnisse dessen, was Sie getan haben. Das ist in den politischen Situationen, über die wir jetzt reden, nicht so. Denn wenn man feststellt, ist das richtig, was ich mache, und es verändern will, wird man ja heutzutage, so das ist praktisch das, was ich den Untergang unter demokratischen Verhältnissen verstehe, hat man keinen Erfolg mehr, dass man etwas besser versteht, sondern dann wird man diskriminiert, dann wird man ausgegrenzt. Man hat also Nachteile. Sie haben durch Fehler oder was dazulernen, Vorteile gehabt. In der Gesellschaft, wenn man jetzt eine andere Meinung hat als die politisch gewollte, als die ideologisch aufgebrühte, dann hat man einen Nachteil, sogar existenzielle Nachteile. Und ich will das vielleicht zum Verständnis, ist das noch wichtig, weshalb, wenn man so ein Leben dann aus der Entfremdung kompensierend narzisstisch gelebt hat und darin erfolgreich ist. Wenn das jetzt in Frage gerät, wenn das falsch sein soll, wird ja im Grunde genommen das ganze bisherige Leben angefragt, bis hin zu der Entstehungsgeschichte der Entfremdung. Und da muss man wissen, und das ist therapeutisches Erfahrungswissen, dass die frühe Entstehungsgeschichte einer narzisstischen Problematik, ich sag mal jetzt pointiert, da geht es eigentlich um Leben und Tod. Also wenn ich nicht so geliebt und verstanden werde, wie ich es brauche, könnte ich auch am liebsten wieder gehen. Also das ist eine sehr existenzielle Situation. Also ist der Druck der Anpassung enorm, um leben, um überleben zu können. Und wenn es jetzt eben durch eine Gesellschaftskrise oder eben eine persönliche Krise deutlich wird, mein ganzes Leben war falsch, ich habe mich geirrt, ist man eigentlich wieder in der frühen Situation, wo ich sage, geht es um Leben und Tod. Entweder werde ich angenommen und schaffe etwas, dass ich angenommen werde, sonst will man mich gar nicht. Und diese Situation ist ja so fremd nicht, dass Kinder zur Welt kommen, die Erfahrung machen müssen, du bist gar nicht gewollt, wir wollen dich, wir brauchen dich nicht oder so. Aber beim Narzissmus kann es durchaus sein, ja, wir wollen dich, aber du musst bitte so sein, wie wir dich brauchen, wie wir dich wollen. Und wenn das dann praktisch wirklich durch andere Erfahrungen, neue Erkenntnisse in Frage gerät, ist das für diese Menschen kaum lebbar. Deshalb sind Narzissten an der Macht, und die meisten, die an der Macht sind, haben eine narzisstische Problematik, überhaupt nicht zu erwarten, dass die was einsehen könnten, weil dann ihr ganzes
Lebensersatzgebäude in Frage steht. Und manche freuen sich sicherlich auch darauf, wenn jetzt wieder diese Corona-Maßnahmen zurückkommen, weil ich habe das Gefühl, dass es manchen Leuten eine unheimliche Sicherheit gegeben hat und auch, dass sie endlich mal sich zeigen konnten. Wenn zum Beispiel irgendwelche Menschen mich im Supermarkt auf mich zugelaufen kamen, Abstand spielte keine Rolle, die standen dann 50 Zentimeter vor meinem Gesicht und haben mich angeschrien, dass ich eine Maske aufsetzen soll. Hysterisch, ja. Völlig hysterisch. Wobei sie sich ja gerade durch dieses Verhalten, wenn sie jetzt recht hätten, gerade in Gefahr bringen, der Ansteckung, anstatt einfach doppelt so viel Abstand zu halten und meinetwegen 5 Meter einen anderen Gang lang zu gehen. Und da frage ich mich immer, was ist mit diesen Leuten los? Woher kommt das? Ist das in der Kindheit begründet von diesen Menschen? Ich will erstmal nur auf die Absurdität dieser Geschichte, die Sie gerade erinnern, aufmerksam machen. Also wenn einer eine Maske trägt und einen anbrüllt oder beschimpft, der keine Maske trägt, ist doch die ganze Absurdität schon da. Der trägt doch, gehe ich mal davon aus, eine Maske, weil er glaubt, er könne sich damit schützen. Also wenn da einer kommt, der keine Maske hat, der ist doch geschützt mit seiner Maske. Also er könnte nur sagen, du, ich bedauere dich, du schützt dich nicht, das tut mir leid. So wäre doch die angemessene Reaktion. Ich habe oft zu den Leuten gesagt, wenn die mich angeschrien haben, dass ich keine aufhabe, ich sage, dann setzen Sie doch eine zweite auf. Ja, nein, das aber ist, das verstehen nein, die, das ja, ist ein, nein, ein Punkt, den nein, die nein. meisten dann gar nicht schon intellektuell erfassen können. So, und da gibt es für mich zwei Ebenen der Erklärung. Die eine ist, es gibt immer eine größere Zahl von Menschen, die abhängig geblieben sind. Also abhängig im Sinne, wie beschrieben, die lernen mussten, wie sie sein sollen, damit sie erfolgreich sind, damit sie, wenn schon nicht geliebt, dann wenigstens anerkannt werden. Ja, so mein Junge, mein Mädchen, bist du in Ordnung. Also die Abhängigkeit ist der Menschen, die sich frei dünken, erheblich größer, als man denkt. Man hat immer gedacht, das betrifft nur die DDR, weil dort ja offenkundig autoritär, repressiv die Menschen eingeschüchtert wurden, gehemmt wurden. Aber es ist ein Irrtum zu glauben, dass das nur den Osten betrifft. Der Westen macht das anders. Der macht das manipulierend. Du musst dich anpassen, um im Konkurrenzkampf zu bestehen. Also musst immer mehr nach außen scheinen, als du wirklich bist. Also man muss sich immer besser darstellen. Das ist klassisch narzisstisch. Das heißt, auch da ist eine Abhängigkeit. Im Osten war es dann mehr praktisch die Unterordnung unter die politisch-ideologische Macht. Im Westen ist es mehr die Unterordnung unter die ökonomischen und Konkurrenzgesetze. Aber von der Wirkung auf den Menschen, nämlich deren Abhängigkeit und letztlich Unfreiheit, die ist viel größer. Das ist im Westen viel besser versteckt worden. Man sagt, wir sind eine Demokratie, wir sind frei und so, ja. Ohne dass man je verstanden hätte, wie eingeengt, wie abhängig die meisten Menschen sind von der Anpassung an diese Verhältnisse. So, also das erklärt erstmal, weshalb viele Menschen eben gerne eine Autorität brauchen, Beratung brauchen, Unterstützung brauchen. Das ist ja auch sonst nichts Falsches. Wenn ich mein Auto nicht fährt, dann brauche ich Rat von einem Kfz-Mechaniker. Wenn ich meine Steuererklärung gebe, gehe ich zum Steuerberater. Wenn ich krank werde, gehe ich zum Arzt. Also da ist die Tendenz, dass man in vielen Lebensbereichen Unterstützung braucht, Beratung braucht, man letztlich abhängig davon ist, dass man gut beraten wird. Das ist in unserer modernen Welt sowieso weit verbreitet. Und wie gesagt, die meisten Menschen haben eine solche Abhängigkeit, ist ihnen zugerichtet, sind sie darauf worden. So. Und jetzt kommt eins dazu, weshalb sich das so zuspitzt. Man konnte ja einige Jahrzehnte in der Bundesrepublik denken, ja, Demokratie, es geht alles ganz gut, Meinungsfreiheit,
Die Vielfalt der Meinungen haben sich auch relativiert. Da konnte selbst eine sehr auffällige oder bis verrückte Position überleben, weil es andere sehr auffällige gibt, die sich relativiert haben. Aber jetzt ist eine Entwicklung eingetreten, wo die ganze Gesellschaft in die Krise gerät, wo man sich fragt, also was ich das falsche Leben nenne, eine narzisstische Gesellschaft, wo man sich fragt, haben wir denn eine Zukunft? Die Krise dieser Gesellschaft, also Finanzfragen, Schulden, soziale zunehmende Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Umweltschäden, Migrationsprobleme, Energiefragen, Wasserfragen, also in jeder Hinsicht gibt es kritische Verhältnisse, Wohnungsbau, Bildung. Also der Erfolg der westlich-narzisstischen Normopathie hat eine Grenze erreicht. Es kriselt, es schwächelt das System. Und das bedeutet ja, dass alle Menschen, die sich darin eingerichtet haben mit ihren Möglichkeiten, jetzt dadurch verunsichert sind, wie geht es weiter? Was bedeutet diese Krise der Gesellschaft? Wir sind ja bereits in einem Zustand, wo deutlich wird, möglicherweise, ich denke sehr wahrscheinlich, das läuft ja schon, wird diese Krise durch Krieg geklärt. Das ist ja so, historisch gesehen, wie es in der gesehen, Vergangenheit immer war. Wie es immer war. Ne? Und aber so. Ich möchte mal auf was anderes. Ich würde nur den Gedanken jetzt in der Logik zusammenbringen. Diese äußere Verunsicherung macht die Menschen erst recht abhängig von der Hoffnung, es möge doch etwas geschehen, es möge jemanden geben, der uns rettet, der die Situation, die Verhältnisse wieder verbessert. Das heißt, dieses Zusammenspiel der individuellen Abhängigkeit, der sagt mir, wie ich mich am besten verhalten soll, um erfolgreich zu sein, um Karriere zu machen, zu der Krise der Gesellschaft, wo man fragt, Mensch, wie geht's überhaupt weiter? Das ist der Grund, weshalb so viele Menschen jetzt eher in der Hysterie sind, in der Panik sind. Und dann zu solchen irrwitzigen Erkenntnissen oder Meinungen kommen, die Ungeimpften seien dran schuld oder sowas, ja? Die Pandemie der Ungeimpften oder also sowas. Da, die eine Schauspielerin, die gesagt hat, Ungeimpfte müssten geschlagen werden. Ja, solche. Ja, oder mit Exzesse, man kann das ja schon Exzesse nennen. Also, das ist hochpathologisch, solche Positionen. Pathologisch eben in der eigenen Problematik, die bisher offensichtlich dann demjenigen, derjenigen nicht bekannt waren und heizt sich an durch die insgesamt bestehende gesellschaftliche Krise. Herr Marz, stellen wir uns mal vor, hier säßen noch zwei weitere Menschen an diesem Tisch und in der Mitte wäre eine Kaffeetasse mit einem Henkel, der zu Ihnen zeigt. So aus meiner Position sage ich, der Henkel ist links. Der mir gegenüber sitzt, sagt, der Henkel ist rechts. Sie sagen, seid ihr doof? Der Henkel zeigt zu mir, der ist vor Kopf. Und der vierte sagt, die Tasse hat überhaupt keinen Henkel. Diese Positionen waren bei Corona sehr verbreitet. Jeder hat nur seine Sicht der Dinge gesehen. Und wie kann man es hinbekommen, dass die Menschen die Plätze tauschen und am besten noch von oben auf den Tisch schauen, um die ganze Situation zu erfassen, also die Wirklichkeit zu erfassen und nicht nur seinen eigenen Blickwinkel. Wird da ein Keil zwischengetrieben, ganz bewusst? Ja. Naja, das ist ein wunderbares Beispiel, dass man dieselbe Sache, die man sieht, sehr unterschiedlich sieht, also subjektiv, je nachdem, aus welchem Blickwinkel. Und jetzt ist der Blickwinkel die Sitzordnung, aber es gibt dieselbe auch innerseelisch, ne? Dass man nur das sieht, was man sehen will. Was kann man machen? Es wäre schön, wenn man die Plätze so wechseln würde, könnte, aber das müsste
gewollt werden, das müsste ermutigt werden, das müsste unterstützt werden. Und das will die Politik natürlich nicht, so wie ich sie jetzt verstehe. Die will die Spaltung, dass man das ins Links oder das Rechts oder so, ja, bloß nicht zusammenkommt, bloß nicht feststellen, wir sind eigentlich verbunden. Also ich habe in der letzten Zeit wirklich solche Begegnungen organisiert, Workshops gemacht, wo man unterschiedliche Positionen hatte. Also Geimpfte, Ungeimpfte, Waffenlieferung ja, Waffenlieferung nein. Und wenn die sich nicht gestritten haben über Sachargumente, sondern gesagt haben, mir geht's so, ich habe mich impfen lassen, weil, oder ich bin ungeimpft, weil es persönlicher wurde, hat man unterschiedliche Gesichtspunkte angenommen. Nicht nur irgendwelche Verordnungen oder Empfehlungen gefolgt. Da ist eine Verständigung durchaus möglich gewesen, auch wenn man am Ende unterschiedliche Meinungen blieb. Aber ich weiß, der andere, aha, der hat sich so entschieden, weil er ein persönliches Interesse oder Problem oder Motiv hat. Also ja, das müsste gewollt werden. Es müsste medial politisch gewollt werden. Das Gegenteil ist der Fall, dass es nicht gewollt wird. Also Sie meinen, dass die Politik die Menschen spalten will? Ja. Aber Herr Marz, was bedeutet das genau? Also auf der einen Seite kann man diesen Prozess ja als Aufwachprozess verstehen. Und das erlebe ich auch dauernd, wenn man angesprochen wird, wenn man sich mit Menschen unterhält, die angefangen haben in den letzten 3 Jahren viele Sachen zu hinterfragen, wo sie früher gar nicht drüber nachgedacht haben. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Anteil der Menschen, ich möchte den so bei 30%, 40% sehen, dass der immer größer wird. So, und dann gibt es die andere Gruppe, die sich in ihre Angst flüchten und komplett, also dieses Narrativ, die Narrative, die verbreitet werden, komplett diesen Narrativen folgen. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Kann man die jetzt positiv sehen? Oder müssen wir jetzt sehen, dass wir an einem Punkt sind, wo sowieso alles vorbei ist, das Ganze wird durch Krieg gelöst und wenn wir Glück haben, überleben wir das. Ansonsten sind wir innerhalb der nächsten 5 Jahre tot. Also ich sehe das auch, dass zunehmend Menschen kritischer werden, offener werden oder sagen, mir reicht's jetzt, das ist nicht mehr auszuhalten, diese ständigen Lügen und die Falschnachrichten, die öffentlich-rechtlichen Fake News sozusagen, ja. Aber ich sehe die Zahl nicht so hoch, wie Sie sie jetzt gesagt haben. Also es nimmt zu, aber es nimmt eben auch zu, die Hoffnung auf Erlösung, auf durch Anpassung, durch Gehorsam. Also ich fürchte den Herbst insofern sehr, weil es vermutlich wieder gelingen wird, die Tendenzen sind jetzt schon erkennbar, dass die Leute wieder Maske tragen sollen, dass sich wieder impfen lassen sollen. Es gibt jetzt natürlich neue Impfstoffe und so weiter. Also dass praktisch dieses Erfolgsrezept der Herrschaft, Angst zu machen, um über Menschen herrschen zu können, also sie dann manipulieren zu können, dass das wieder wächst. Und zwar eben aus den genannten Gründen, weil es im Moment keine wirkliche Alternative gibt in unserer deutschen Gesellschaft, aber in der europäischen, in der Weltsituation, wo man sagen könnte, ja, das wollen wir. Also das, was wir hören, neue Weltordnung heißt doch, das heißt Globalisierung, das heißt Digitalisierung, das heißt mehr totale Herrschaft, das heißt Transhumanismus, das sind alles Entwicklungen, die man sich nicht wünschen kann. Weil wir Menschen, das sind Entwicklungen, die es vermutlich gestatten werden, eben einer kleinen Minderheit der sogenannten Finanzelite eben die Macht immer mehr zu konzentrieren, um dann über die Mehrheit der Menschen
zu herrschen. So sieht es im Moment aus, so verstehe ich das, was Klaus Schwab unter Great Reset versteht, diese Entwicklung. Und die ist in meinen Augen unmenschlich oder inhuman oder den menschlichen Bedürfnissen widersprechend. Menschliche Bedürfnisse, da bin ich überzeugt, bestehen im Wesentlichen darin, dass ich mit anderen Menschen persönlichen Kontakt habe, dass man sich austauschen kann, dass man sprechen kann, dass man Mimik und Gestik, Körperkontakt hat. Also und in, sagen wir mal, kleinen Kreisen es möglich ist, dass man sich wirklich so zeigt und mitteilt, wie man wirklich ist oder sein könnte. Das ist ja bei vielen zugeschüttet oder verborgen, aber wenn man anfängt, darüber kritisch zu reflektieren, wächst das Bedürfnis, ich will mich endlich mal wieder so zeigen und erleben, wie ich bin und nicht, wie ich sein muss. Die soziale Maske sollte fallen. Und das geht im Grunde genommen nur in kleinen Gruppen oder in partnerschaftlichen Beziehungen und Freundschaften, Partnerschaften oder eben mit ein paar Menschen, die bereit sind, sich so zu öffnen voreinander, wo man nicht belehrt und kritisiert wird, sondern wo man das Gefühl bekommt und selber vermittelt, ich versuche dich zu verstehen und nicht zu sagen, du bist richtig oder falsch. Und das weiß ich nun wirklich aus 50-jähriger psychotherapeutischer Erfahrung. Wenn Menschen das wieder gelingt, sich auch zu befreien von den Auflagen, wie sie sein sollen, immer besser wieder zu sich finden. Wie gesagt, das ist bei vielen verschüttet, das ist nicht entwickelt. Aber wenn es sich entwickeln kann, dann wächst dieses Bedürfnis. Und da weiß ich nun, das kann ich immer wieder erleben, wenn Menschen in einen solchen Zustand kommen, der unmittelbaren menschlichen Begegnung, das ist für sie das Befriedigendste. Das Schönste, was man erleben kann, viel schöner als sich ein neues Auto zu kaufen oder in der Welt große Reisen zu machen oder Karriere zu machen. Und also von daher bin ich sicher, dass die Entwicklung, die jetzt offensichtlich politisch angestrebt wird, diese neue Weltordnung, Weltherrschaft, ist in meinen Augen das Gegenteil davon. Und ich bin natürlich, plädiere dafür, dass wir uns in überschaubaren Verhältnissen subsidiär sozusagen auch das Menschliche bewahren. Dort liegt für mich die Kampffront zwischen den Globalisten und denen, die, wie wollen wir sie nennen, die Humanisten oder eben die das Menschliche weiterhin in den Mittelpunkt stellen. Steckt vielleicht noch mehr dahinter, weil die Menschen glauben ja unglaublich viel, was ihnen erzählt wird. Also was im Fernsehen kommt, das wird geglaubt. Was auf NTV gesendet wird, wird von den meisten geglaubt. Woran weniger geglaubt wird, immer weniger, dass an Gott geglaubt wird, an den Schöpfer geglaubt wird. Ist es nicht viel mehr, dass durch diese ganzen Maßnahmen die Menschen so abgetrennt werden sollen von der Quelle? Ja, also ja, es gibt jetzt verschiedene sicher Perspektiven, was dahinter stecken könnte. Ja? Also die Abgrenzung von einer spirituellen oder eben gottorientierten Verständnis, die ist sicher vorhanden. Ich sehe es ja vor allen Dingen daran, und dass das politisch gewollt wird, dass eine Spaltung ist, erkennt man ja vor allen Dingen an der permanent geschürten Angst. Ja, Angst spaltet, Angst macht dumm, Angst macht unsicher, Angst macht abhängig. Ja? Also eine Politik, die Angst in den Mittelpunkt stellt, also Angst vor einer Infektion, Angst vor dem Virus, Angst vor Weltuntergang durch Klimaveränderung, Angst vor den bösen Russen, vor dem Krieg. Angst vor der Hitze? Immer, alles geht in die Richtung, ja, genau, Angst, jetzt Hitzetote und so weiter.
Da merkt man, dass es offensichtlich ein politisches Interesse gibt, die Menschen einzuschüchtern, zu ängstigen, um sie besser beherrschen und manipulieren zu können und damit eine Spaltung. Ja? Dann, ich denke auch, dass die, die dann das alles glauben, eben gemäß ihrer Erfahrung, ich muss gehorchen, ich bin abhängig, und die, die das nicht glauben oder kritisieren, dass auch diese Spaltung gewollt ist, weil, das hat man ja bei manchen Demonstrationen erlebt, dann stehen die unterschiedlichen Gruppen sich feindselig gegenüber und bekämpfen sich, und die eigentliche Problematik verschwindet, nämlich die Gesellschaftskrise, die falsche Politik. Ich bin erinnert aus meiner Arbeit, ich kenne das sehr oft, dass Geschwister verstritten sind. Und zwar immer beide oder mehrere Geschwister sind von ihren Eltern nicht gut genug behandelt worden. Und jetzt hat jedes Kind versucht, auf seine Weise die Eltern irgendwie zu erreichen, zu überzeugen und die anderen auszutricksen. Und in den meisten Familien ist das, was man sich dann wünscht, also ich sage mal aus meiner DDR-Geschichte, Proletarier aller Länder, vereinigt euch, also Geschwister, vereinigt euch und tretet mal gemeinsam gegen die Eltern an, die euch nicht hinreichend geliebt und bestätigt haben. Das geschieht nicht. Und deshalb dieses Divide et impera, was der Staat jetzt mit dieser, manchmal frage ich mich, die politischen Entscheidungen sind mitunter so falsch, so absurd, so pervers, dass man sagt, das kann nicht sein. Das sind doch zum Teil auch gebildete Menschen. Wie können die solchen Unsinn verbreiten oder vertreten? Und meine Antwort darauf ist, das ist Absicht. Also es kann nicht dumm genug sein, damit viele Menschen sich wenigstens aufregen und damit an solchen Äußerlichkeiten energetisch gebunden sind, statt zu sehen, dass das ganze System in einer Krise ist, das verändert werden müsste. Ich habe, das muss im Sommer 21 gewesen sein, irgendwann in der Zeit. Auf jeden Fall war es zu einer Zeit, wo in Innenräumen Masken vorgeschrieben waren. So, und da war ich auf einem Kongress eingeladen. Teilnehmerzahl waren ungefähr 400 Menschen, meiste Männer. Darunter waren, ja, das waren alles hochgebildete Menschen. Und ja, ich will das Ihnen mal erzählen. Also da gab es einen riesen Seminarraum und die Leute kamen und gingen durch dieses Kongresszentrum, eine riesen Halle, riesig groß, hatten die Maske auf. So, und dann gingen die in diesen Saal, setzten sich hin und nahmen die Maske ab. Und man saß enger als wir beide jetzt. Man saß Reihe an Reihe. So, der Seminarleiter kam in den Saal mit Maske, nahm die ab und ging dann zu den ganzen Leuten, die er schon persönlich von früher kannte, schüttelte denen die Hand. Frauen wurden auch umarmt und Küsschen auf die Wange und so weiter. So, und ich habe das so beobachtet, ich habe nie eine Maske getragen. Und dann gehe ich raus aus dem Saal und strömen alle dann zum Kaffee und Kuchen, ja. Und dann alle setzen die Maske auf, rennen durch Treppe runter, durch den Saal, zu den Stehtischen, holen sich Kaffee und Kuchen vom Buffet und stellen sich dann wieder an einen Stehtisch, vier Leute, dicht an dicht, nehmen die Maske ab, trinken, essen, lachen, sprechen. Und ich habe da gestanden, ich habe das wirklich beobachtet und habe gedacht, was ist los mit euch? Ja. Wie kann man so etwas erreichen? Ja. Es ist so unfassbar. Dann tatsächlich in diesem Zentrum sind die Wege sehr weitläufig zur Toilette. Da geht man schon mal so 50 Meter, vielleicht sogar noch länger. Und man sieht Menschen, die sich dann die Maske aufsetzen, alleine durch die Gänge gehen zur Toilette. Und das ist so ein Punkt gewesen, wo ich teilweise wirklich verzweifelt bin, weil ich gedacht habe, warum tut ihr das? Ja.
Also es ist in der Tat, sehe ich auch so, ist irre. Es ist krank, psychotisch. Also das sage ich als Psychiater, ich bin sonst vorsichtig mit solchen Etikettierungen. Aber das ist so absurd, dass ich es nur noch als krank definieren kann. Ich habe noch eine Geschichte. Ich habe mit einem Kollegen 8 Stunden lang zusammengearbeitet. Ja, wir haben zusammen am Tisch gesessen und gearbeitet, 8 Stunden. Wir haben noch mit 6 anderen zusammen Mittag gegessen an einem großen Tisch. Niemand trug eine Maske. Dann fragt mich der Kollege irgendwann gegen Nachmittag, du Helmut, ich habe mein Auto in der Werkstatt, das ist so 3 Kilometer von hier, kannst du mich gleich da eben hinfahren, ich muss das noch abholen. Ist so, kein Problem, klar. Ich steige in mein Auto ein und er steht vor meinem Auto, fasst in die Tasche, holt sich seine Maske, setzt seine Maske auf und setzt sich zu mir ins Auto. Ich habe ihn angeschaut, ich habe gesagt, was zum Teufel ist mit dir verkehrt? Ja. So, und dann kam, das war auch interessant, gar kein Argument. Es kam nur ein ich kann die Maske aufsetzen, wann ich will. Hochintelligenter Mensch. Studiert, hat Mathematik studiert und alles mögliche. Und dann frage ich mich, was geht bei diesen Leuten im Kopf vor? Naja, also wenn ich sage, das ist schon wahnhaft, dann weiß ich ja als Psychiater, mit Wahnkranken kann man eigentlich gar nicht mehr reden. Die sind nicht mehr erreichbar. Also das ist jetzt, der Vergleich ist wie immer hinkend, aber ich will wenigstens nur dieser Absurdität noch irgendwie einen Ausdruck geben. Jetzt aber übersetzt, das ist ja das, was ich in der letzten Zeit mich bemüht habe, eben genau, wie ist das zu verstehen? Da muss ich erstmal über die Schranke kommen. Kann es denn sein, dass wirklich ein Großteil der deutschen Bevölkerung, hochgebildet, unabhängig letztlich also von ihrem Bildungsgrad, studiert oder nicht, oder einfache Menschen, so schwer gestört sind, dass sich das erklären lässt? Meine Antwort ist leider ja. Das würde man nicht denken. Also Menschen, die sonst bis dahin in scheinbar geordneten Verhältnissen leben, wo ich aber seit längerem davon spreche, dass das falsches Leben ist, weil es die Menschen von Anfang an schon entfremdet hat. Und deshalb leben sie normopathisch insgesamt kollektiv ein falsches Leben. Da erkennt man das nicht mehr, wie schwer gestört der Einzelne ist. Und das, was Sie beschreiben, ja, was ist das? Das ist Hörigkeit, Untertanengeist, Abhängigkeit, Unsicherheit, all das, was im Grunde genommen zur frühen Entfremdung geführt hat. So ist man ja behandelt worden. Und das ist jetzt wieder aufgekeimt. Und das ist, hat die Pandemie geschafft. Aber ich meine, die Politik hat die Pandemie aufgebauscht und geschafft, dass die Menschen sozusagen ihre scheinbar gewonnene Freiheit und Souveränität aufgeben zugunsten eben der Machtinteressen. Also das ist einmal eine Antwort, die ist wahrscheinlich schwer zu verdauen, dass tatsächlich ein Großteil der Menschen so in der Normopathie gestört sind, was man eben Jahrzehnte nicht gesehen hat, weil es nicht in dieser Weise eskalieren konnte. Mich interessiert jetzt nochmal der Grund dafür. Kann das sein, dass es, also ich bin in einer Familie mit 9 Geschwistern groß geworden. Meine Mutter war immer zu Hause, sie hatte sogar 2 Haushaltshilfen, um das alles zu managen mit uns 10. Ich bin ein einziges Mal in den Kindergarten gegangen, den ersten Tag, und ich kann mich noch gut daran erinnern, da war ich 3 oder 4 oder so, und ich wollte irgendwas spielen, was mich wahnsinnig interessiert hat, ein Spiel, und das habe ich mir aus dem Regal genommen, und dann kam die Kindergartenleiterin und sagte dann zu mir, nee, also das Spiel räumst du wieder weg, wir spielen gleich das was anderes. Und da habe ich gesagt, ich möchte das andere nicht spielen, und habe meine Sachen genommen und bin nach Hause gegangen und habe zu meiner Mutter gesagt, Mutti, da möchte ich nicht mehr hin, das gefällt mir nicht. Fängt es da schon an, dass Kinder
in unserer heutigen Gesellschaft, dass das der wahre Grund ist, dass sie viel zu früh von zu Hause wegkommen, dass sie viel zu früh in die Obhut des Staates gegeben werden. In der DDR hat es ja noch viel früher angefangen als in der Bundesrepublik. Kann es damit zusammenhängen? Ja, ganz sicher. Das ist ja einer der Hauptgründe, die wir tiefenpsychologisch, psychoanalytisch erkennen konnten, wie wichtig, wie bedeutend die Qualität der Frühbetreuung ist in den ersten 3 Lebensjahren. Und zwar, weil dort das, was man erlebt, die Persönlichkeit prägt. Es ist deshalb notwendig, nicht mehr von Erziehung zu sprechen, sondern von Beziehung. Erziehung meint ja immer, da gibt es erwachsene Eltern, die das Kind erziehen sollen oder wollen, so wie sie sich das vorstellen. Das ist aber ein schreckliches Wort, ne? Ja, das ist Ziehen, immer, Erziehen. Immer ein autoritäres Gefälle. Ja. Und hat sehr viel natürlich auch mit unserem christlichen Weltbild zu tun, dass eben der Erbsünde, dass der Mensch eben zum Guten erzogen werden muss, damit er das Böse muss kontrolliert werden und so weiter. So, dagegen geht es um Beziehung. Und Beziehung meint die Qualität dessen, was mütterlich und väterlich einem Kind geboten wird oder im schlimmsten Fall angetan wird. Und da gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr, dass die Qualität dieser Beziehungen entscheidet über das Schicksal des Menschen. Es prägt ihn sein Leben lang. Und ich habe eben ein neues Buch, liegt jetzt beim Verlag abgeschlossen, über Friedensfähigkeit und Kriegslust in Menschen. Und begründe das auch aus meinen Erfahrungen, aus dieser frühen Betreuungsqualität, Beziehungsqualität, dass die Friedensfähigkeit eines Menschen abhängig ist davon, dass es als Kleinkind, als Säugling schon wirklich optimal einfühlend behandelt wird. Und in dem zusammen ist Friedensfähigkeit gleich Liebesfähigkeit, gleich Demokratiefähigkeit, also für meinen Begriff für innerseelische Demokratie. Wir haben keine Demokratie in dem Sinne, wir haben ein Demokratiespiel. Das spielen auch Kriminelle oder Verbrecher, wie wir das in Deutschland schon mehrmals kannten, die also am besten verstehen, in diesen Rollen zu spielen. Am meisten sind es heutzutage narzisstische Störungen. Also diese frühe Qualität der Beziehung entscheidet, ob der Mensch friedfertig leben kann und leben möchte, ob er demokratiefähig ist, ob er liebesfähig ist überhaupt. Also liebesfähig in dem Sinne, ich liebe einen Menschen in dem Bedürfnis, dass ich Gutes für ihn tue. Das ist was anderes als verliebt sein. Verliebt sein ist praktisch das Gegenteil, ist eher eine Störung. Ich mag einen Menschen, von dem ich glaube, dass er mir gut tut. Dann bin ich verliebt in den, in der Hoffnung, dass das geschieht. Und das Gegenteil von denen, das habe ich auch jetzt in dem Buch nochmal genauer ausgeführt, nämlich die schlechten mütterlichen und väterlichen Qualitäten, die oft der Norm der Gesellschaft entsprechen, führen dazu, dass der Mensch ein Leben lang in Gefahr ist, kriegslüstern zu sein, nicht demokratiefähig ist und damit auch nicht liebesfähig ist. Und das lässt sich so erklären. Wenn durch schlechte frühe Verhältnisse in den ersten 3 Lebensjahren der Mensch von sich entfremdet wird, wird er im Grunde genommen misshandelt, wenn man so will, psychosozial in ein Verhalten gedrängt, das nicht wirklich er ist. Und das führt immer zu entsprechenden Gefühlen, also Empörung, Wut über die schlechte Behandlung, Schmerz über den Mangel an Liebe, Trauer über die verlorenen Lebensmöglichkeiten. Und diese Gefühle können in aller Regel nicht wirklich ausgedrückt werden. Dem Kind wird das verboten oder es wird nicht akzeptiert darin. Also entsteht das, was ich Gefühlsstau nenne. Wir können als Menschen nicht
entscheiden zu fühlen oder nicht zu fühlen. Wir fühlen immer in jeder Situation, nur wir können entscheiden oder werden genötigt, Gefühle zu unterdrücken oder zum Ausdruck zu bringen. Und wenn man sie nicht zum Ausdruck bringen darf, entsteht ein Gefühlsstau. Und Gefühlsstau in dem Sinne ist jetzt neurophysiologisch, biochemisch eine wesentliche Quelle für alle möglichen psychischen und psychosomatischen Erkrankungen. Der Stress, der innere Stress, der durch den Gefühlsstau ausgedrückt wird. Also Menschen werden krank, da sage ich dann immer, Gott sei Dank werden sie krank, weil sie dann eine Chance haben, aus der Situation mit neuen Erkenntnissen sich zu befreien. Oder sie werden böse, wenn sie nicht krank werden oder nicht krank werden wollen. Dann werden sie böse. Das heißt, dann brauchen sie Situationen und Objekte, an denen sie sich abreagieren können, ihren Gefühlsstau abreagieren können. Aber diese Boshaftigkeit ist dann doch auch eine Krankheit, oder? Ja, natürlich, das ist der... Also der Gefühlsstau, sagten, ja, sie werden der, krank oder böse. Ja, das krank kann man sagen, böse gegen sich selbst. Ne, so, ne? Und böse, sage ich dann, böse gegen andere. Ja, also dann, so entstehen dann... Aber beides ist krankhaft. Ja, so entstehen dann die Feindbilder oder der Sündenbock. Du bist schuld, die anderen sind schuld. Die Friedensschwurbler. Ja, alles. Schreckliches Wort, fand ich. Ja, Friedensschwurbler war bis jetzt, also die Spitze des Eisbergs. Das unglaublich, unglaublich. Also die Perversion ist unglaublich. Da bin ich wieder, wie kann das sein? Das kann nur sein, indem das Ausmaß dieser Verstörung, die wir nicht mehr für Möglichkeiten haben, wir haben doch ein paar Jahrzehnte scheinbar erfolgreich gelebt im falschen Leben, ja, das ist dann im Grunde so zu erklären. Und deshalb ist die Gefahr so groß, die Frage, wenn die frühe Kindheit nicht wirklich im Mittelpunkt auch des politischen, sozialen Interesses steht, das optimal hinzukriegen, kann man sicher sein, dass viele, viele Menschen davon dann krank werden oder eben gewalttätig werden, in den Krieg ziehen am Ende. Oder gewalttätig meine ich auch, wenn ich sage, kapitalistische Wirtschaft ist in sich gewalttätig, ist in sich letztlich Krieg. Also zum Kapitalismus gehört Übervorteilung, unsaubere Methoden, Betrug, Korruption. Aber wir hatten ja nie einen Kapitalismus. Wir hatten nie einen Kapitalismus. Ja, also ich meine, so wie ich ihn im Westen jetzt erlebt habe. Ja. Also ich bin der Meinung, wir hatten nie einen echten Kapitalismus. Ja. Und den hat es nie gegeben. Wir hatten einen Sozialismus für Reiche. Ja. Ja, nichts anderes ist das. Ich glaube, ein echter Kapitalismus würde gar nicht so schlecht funktionieren. Okay. Mir ist jetzt nicht so wichtig, wie man das definiert, das ist auch gar nicht meine Kompetenz, sondern ich versuche zu erfassen, was ist. Also das, was man unter Marktwirtschaft oder eben kapitalistischer Wirtschaft versteht, sehe ich so letztlich als einen unmenschlichen Konkurrenzkampf. Es geht nicht um Menschen, sondern es geht um Profit und das ist krank. Das ist ein Ausdruck auch eben narzisstischer Größenwahns. Narzisstischer Sucht, immer mehr, immer mehr, immer mehr, ja. Also ich, damit das richtig verstanden wird, zu wirtschaften, um Gewinne zu machen, ja, kann man noch akzeptieren. Aber wenn das Gewinnmachen gar nicht mehr begrenzt wird, wenn es eine süchtige Folge ist, es halt nichts anderes als ein Symptom von Krankheit. Herr Dr. Marz, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Wünsche Ihnen noch alles Gute. Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie es nicht schon gemacht haben. Lassen Sie ein Like da, lassen Sie einen Kommentar da für den Algorithmus. Und bitte schauen Sie sich auch unser PI-Politik-Magazin an. Das erscheint 10-mal im Jahr. Den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung und auch ganz oben in der Kommentarspalte. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuschauen und sage bis bald.